Und wir machen weiter. Natürlich habe ich vergessen, mir den Timer zu setzen. Wie nett. Starten. Okay. Scheinbar. Oh. Hat die gerade ein paar Probleme. Nein. Ja. Das ist natürlich jetzt mein Problem gewesen. Oh. Sehr schön. Upsala. Zum Teufel bist du. Zeigt ihr so eure Dankbarkeit? Ich bin kein Feind, wenn ihr das fürchtet. Ich fürchte nichts. Mein Name ist Aveline. Ich suche den Anführer dieser Männer. Er nennt sich selbst François Marcondal. Du suchst ihn? Was willst du? Ihn erlösen. Ah! Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Ich heiße Roussillon. Meine Komplizin ist Elise. Obwohl man ihr schon andere Namen gab. Helft mir, ihren Stützpunkt zu finden. Niemand kennt diese Gewässer so wie ihr. Im Gegenzug stelle ich das Gebiet wieder unter eure Kontrolle. Wir haben Jahre der Arbeit in dieses Lager gesteckt. Wozu würden wir deine Hilfe brauchen? 4 Gründe liegen dort. Wollt ihr eure Waren nicht ungehindert transportieren? Wenn du glaubst, da wäre nur ein Stützpunkt, brauchst du mich wirklich. Die Kerle sind überall, wie das Sumpfgas. Dann sind wir einig. Elise hilft dir, die Taugenichtse zu finden. Okay. Den Schmuggler finden. Als erstes... renovieren. Die Leichen sind natürlich in der Zwischenzeit verschwunden. Wie sie es immer tun bei Zwischensequenzen. Was natürlich ziemlich schade ist. Weil man sie ja noch plündern hätte können. Da ist was? Die Frage ist, wie komme ich dahin? So, da haben wir was. Schön. Was ist das für? Muss ich den töten oder stechen? Ach so, bei denen kann ich die Waffen kaufen. Gut, dann fülle ich mal denen mal meine Vorräte auf. Aber why not? So,
Wir laufen zurück. Zu unserem Auftrag. Aber vorher machen wir noch den Aussichtspunkt, wie ich mich gerade dazu entschieden habe. Auch wenn ich es nicht schaffen werde. Denn Dosen ist unterwegs. Ja. Und der Adler fliegt. Wie schön ist das? Geht doch. So, jetzt hat sich das mit der Flüssigkeit auch wieder gelegt. Denn das Ganze läuft jetzt stabil. Wie schön. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Was ist eigentlich dieses Bootszeichen? Ist das irgendeine Art Schnellreise oder sowas? Würde mich jetzt gerne mal interessieren. Halte RT, um vorwärts. Ja, natürlich. Welche Physik macht das Ganze? Wenn man natürlich rechts fährt, dann fährt man den. Ja, man kann es machen, aber es ist ziemlich umständlich, muss ich sagen. Ich fahre ja selber Kajak. Oder Kanadier. Es ist wirklich ziemlich umständlich, das Ganze. Dann eine Rechtskurve zu fahren, wenn man das kann. Wenn man das Paddel rechts hat. Hast du ein Kanu dabei? Oder glaubst du, deine edle Herkunft schützt dich vor den Alligatoren? Nimm besser eins von meinen und lerne schnell, es zu benutzen. Ah, ja, das haben wir ja gerade gemacht.